Bevor Bowser berühmt wurde, flog er ohne Abschluss von der Schule, brachte er sich selbst das Musizieren bei und hatte er 4 Monate in Brasilien gelebt. Doch wie wurde aus dem problembeladenen Sorgenkind ein berühmter Chartmusiker und welche Rolle spielte dabei sein kleiner schwäbischer Heimatort? Julian Otto, besser bekannt als Bowser, wurde am 9. Juni 1989 in Saarbrücken geboren. Nach mehreren Wohnortswechseln zog er im Alter von 7 Jahren mit seiner Familie nach Bietigheim-Bissing, eine deutsche Mittelstadt, 20 Kilometer nördlich von Stuttgart. Auf den ersten Blick vermutet man wahrscheinlich, dass hier zu dieser Zeit zwischen all den Weinbergen und Fachwerkhäusern deutsche Volksmusik zu den beliebtesten Musikgenres zählte. Aber in Bowsers Erinnerung war es vor allem Rap, der allgegenwärtig war und neben R&B angeblich von allen gehört wurde. Im Gedächtnis geblieben ist ihm außerdem, wie er in seiner Kindheit eines Tages ein altes, zurückgelassenes Keyboard in seiner Wohnung fand. Aus Langeweile fing er an, ein wenig drauf herumzuklimpern, was ihm zu seiner Überraschung schon nach kurzer Zeit viel Spaß machte. Womöglich war das ein prägender Moment, denn auch heute komponiert Bowser seine Musik noch selbst. Kurz darauf begann er mit seinen Freunden eigene Texte zu schreiben. Erst auf Englisch, weil sie das cooler fanden, allerdings kamen sie damit aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse wohl nicht wirklich weit. Also luden sie Beats aus dem Internet herunter und machten Battle-Rap von nun an doch auf Deutsch. Wenig später ereilte Bowser dann aber eine schreckliche Nachricht. Sein Vater war todkrank. Die Diagnose: Krebs. Als er starb, hinterließ er eine alleinerziehende Mutter und einen 15-jährigen Sohn, der sich gerade mitten in der Pubertät befand. Bowser fehlte fortan ein Vorbild und so versuchte er die Lücke bzw. die emotionale Wunde eigener Aussagen nach mit Drogen, Alkohol und Scheiße bauen zu schließen. Er kam mit Autoritäten wohl noch nie gut zurecht, wurde als Jugendlicher häufiger von der Polizei nach Hause gebracht und flog mehrmals von der Schule. Bis sich schließlich das Jugendamt um das Problemkind kümmerte und ihn in ein Erziehungsheim steckte. Doch Ärger mit dem Gesetz und Alkoholexzesse blieben an der Tagesordnung. Rückblickend erklärt sich Bowser das so: Wenn man etwas verloren hat, geht man raus, um etwas zu finden. Ein Jahr später verließ er die Einrichtung dann wieder. Irgendetwas schien ihn dazu zu bewegen, seine mittlere Reife nachzuholen und sein Leben umzukrempeln. Vielleicht lag es am Einfluss seiner beschaulichen und gutbürgerlichen Umgebung, deren Werte er womöglich unbewusst in sich trug. Mag sein, er selbst sagt jedoch, dass es hauptsächlich Rap war, der ihm dabei half, sich zu fokussieren und weniger Unsinn zu treiben. Denn mit 16 Jahren fing Bowser schon an, erste eigene Songs im Kinderzimmer seiner Kumpels aufzunehmen. Er erinnert sich auch heute noch daran, wie sich seine Freunde erschreckten, als sie zum ersten Mal hörten, wie gut er schon war. Außerdem feierten sie wohl seine tiefe Stimme, die später zu seinem Markenzeichen werden sollte. Als Bowser 19 Jahre alt wurde, hatte er jedoch erstmal genug vom deutschen Battle-Rap. Die kreative Krise der Branche am Ende der Nullerjahre nervte und langweilte ihn. Für ihn klang alles gleich oder wiederholte sich. In einem eigenen kleinen Studio in seiner Heimatstadt fing er deshalb an, zusammen mit einem Freund nächtelang Styles zu mischen und einen eigenen Sound zu kreieren. Ein Mix aus Soul, Funk und Rap, aber mit mehr Gesang war das Ziel. Durch einen Zufall gelangten Songs aus diesen Proben auch an den Rapper Capo, also den kleinen Bruder von Haftbefehl. Der erkannte das Talent, rief ihn sofort an und wollte Bowser unbedingt bei seinem Label unter Vertrag nehmen. Seine erste EP, Seelenmanöver, wurde dann 2014 schließlich von Capos Label Hitbanks vertrieben und floppte aufgrund mangelnden Marketings, vermutet Bowser. Aber vielleicht war die Zuhörerschaft einfach noch nicht bereit für seinen Sound, denn das Feedback seiner Rap-Kollegen war eigentlich sehr gut. Nicht nur Bowser selbst hatte an sich und seinen Style geglaubt, auch diverse andere Künstler erkannten jetzt das Potenzial und wollten ihn unbedingt featuren. Bevor mich das Publikum kannte, kannte mich die halbe Rap-Szene. Bringt auf den Punkt, was zu dieser Zeit begann. Bowser war jetzt nämlich zunehmend auf immer mehr Alben anderer Rapper zu hören, ohne dass er selbst eins veröffentlichte. Es dauerte ganze 4 Jahre, bis er im April 2017 dann sein erstes eigenes Werk vorstellte. 3 Farbenhaus. Das erfolgreiche Album und die Single-Auskopplung Baron katapultierten ihn endlich in die Charts. Doch das war erst der Anfang. Am 1. September desselben Jahres kam nämlich die Single Was du Liebe nennst auf den Markt. Der eingängige und doch spezielle Sound sowie das materialistische Musikvideo, das die ironische Botschaft des Songs unterstrich, schlugen ein wie eine Bombe. Das Lied gilt bis heute, gemessen an den Verkaufszahlen von über 1 Million Einheiten, als erfolgreichster Deutschrap-Hit aller Zeiten.
Interessant ist jedoch, dass das alles nicht in einer Großstadt wie Berlin oder Frankfurt passierte, sondern in Bietigheim-Bissing, einem kleinen und unbekannten Ort mit gerade einmal 43.000 Einwohnern, dem Bowser bis heute nicht den Rücken gekehrt hat und es auch nicht vorhat zu tun. Genauso wie seine zwei nicht minder berühmten Rap-Kollegen Rin und Shindy, die ebenfalls bekennende Bietigheimer sind. Ist es mehr als ein Zufall, dass drei Rapper, ausgerechnet aus dieser kleinen Stadt, Stars geworden sind? Schwer zu sagen, aber eine Sache springt ins Auge. Sie verkörpern auf musikalischer Ebene zwar unterschiedliche Styles, doch ihre Lebensläufe vor dem Erfolg ähneln einander. Alle drei waren als Jugendliche nämlich Außenseiter in einer spießig anmutenden Kreisstadt. Ist das womöglich eine Sache, mit der sich der Großteil ihrer Zuhörerschaft, die sich nun mal nicht in Großstädten befindet, identifizieren kann? Kann sein. Und vielleicht ist die Tatsache, dass sich das Blatt für Bowser und seine beiden Kollegen inzwischen gewendet hat, auch der Grund dafür, dass sie hier nicht weg wollen. Schließlich sind sie in Bietigheim mittlerweile alles andere als Außenseiter und können heute hinter den Kulissen der Öffentlichkeit das genießen, was sie jahrelang nicht hatten. Zugehörigkeit. Ist das schon fake und unauthentisch? Eine Reportage, die sich genau mit dieser Frage im Zusammenhang mit Deutschrap auseinandersetzt, kannst du dir hier ansehen. Und eine weitere interessante Biografie ist hier ebenfalls verlinkt. Bis zur nächsten Inspiration. Der Biograf.